Boah, guck mal, wie lang der gerutscht ist. Moin Leute! Hey! Für meine Freundin Lea und mich geht's halt auf dem Westernhof. Ich freue mich schon mega, weil dort wohl sehr erfahrene Pferde stehen sollen und wir dürfen das auch ganz mal testen. Oh ja, ich glaube, das wird so cool, diese Pferde nachher mal zu reiten. Ja, ich glaube, das wird ganz anders, weil die ja ganz andere Lektionen oder wie man das bei denen nennt, machen, als wir im Springreiten oder bei der Dressur. Und ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt und freue mich. Du dich auch? Auf jeden Fall. Wir schauen mal, was wir gleich so erleben. Guck mal, das sieht mega aus. Oh wow, ja. Wow, das sieht richtig schön hier aus. Ja, mega. Irgendwie mit diesem ganzen Holz wäre es ja irgendwie schon so ein Western-Vibe. Hallo, herzlich willkommen, da seid ihr ja. Hi, ja, cool. Ich bin Verena, hallo. Hi. Hi. Hallo. Ja. Ja, ich bin hier die Pferdetrainerin und ich zeige euch mal, wie das heute alles funktioniert mit dem Western-Reining-Reiten. Hier haben wir schon den ersten Quarter, das ist der Earl. Der ist ja sehr hübsch. Ja, mega. Die Augen. Geht jetzt gleich auf den Paddock. Ja, dann kommt mal mit, dann zeige ich euch mal alles. Reining ist die Dressur des Westernreitens. Das dürfen wir heute auf Verenas Pferd Cowboy ausprobieren. Hey! Da holen wir den Jungen mal raus. Boah, der ist ja echt super hübsch. Richtig. Ja, mit seiner Mähne, ne? Wie aus, ja, wie aus dem Bilderbuch. Ey. Richtig, richtig schön. Hübscher. Hm? Wow. So, da kommt Cowboy, dann gehen wir mal in den Stall. So. Wollt ihr mir helfen? Ja, sehr gerne. Dann gebe ich euch einfach mal. Ne? Nimm einmal meine Bürste hier. Das erste Mal, dass ihr das jetzt macht? Ich bin früher schon mal Western geritten, aber halt ganz, also natürlich nicht so, wie jetzt das mit ihm, denke ich mal, sein wird. So, hier habe ich erstmal die Satteldecke sozusagen, ne? Wie es bei euch heißt. Bei uns nennt sich das Pad. Das ist einfach die Unterlage, ist halt hier innen ein bisschen gepolstert, damit das schön weich ist für die Pferde. Und den sogenannten Cinch, das ist der halt Sattelgurt. Das ist einfach auf Englisch, ne? Weil das ja aus dem Amerikanischen auch kommt, das Westernreiten. So, den lege ich so lange da drauf. So, dann kommt der Sattel. Der ist ja auch ein bisschen schwerer als die englische Sattel, denke ich. Ja, stimmt, stimmt. Da ist halt viel mehr dran. Wie viel wiegt der denn so? Boah, ich weiß, was wiegt der wohl so? Also ich schwere so an die 10 Kilo. Willst du mal halten? Oh Gott, mal gucken. Ja, der ist schon ein bisschen schwerer. Als eure, also den da drauf zu tragen wäre, glaube ich. Ja, muss man ein bisschen Schwung holen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Man sich einmal dran. So. Also hier vorne, das ist erstmal die Fork, ne, das ist mit dem Sattelknauf, ne, was die Cowboys früher zum Arbeiten gebraucht haben. Ne, deswegen sind die auch einhändig geritten und haben die andere Hand halt gehabt, um sich mal festzuhalten oder hier Lasso drum zu machen. Ne, dann unsere die Steigbügel, ne, Steigbügelriemen, die nennt man Fender bei uns. Alles schön breit, ne, dass es auch nichts an der Hose oder so scheuert. Und hier hinten, das ist das Kentel. Das ist im Prinzip, dass man richtig schön tief im Sattel sitzen kann und sich im Prinzip auch ein bisschen hier anlehnen kann. Und dann haben wir bei unserem Reiten, ne, so einzelne Zügel, das nennt sich Split Reins. Ist im Prinzip auch daraus aus der Cowboy-Arbeit entstanden, dass die nirgendwo am Knauf oder irgendwo das, damit festhängen können. Ne, deswegen sind die einzeln. So, auf geht's. Dann kommt mal mit. So, jetzt sind wir hier bei uns in der Reithalle. Ne, also jetzt gucken wir mal, was Cowboy so drauf hat. So, ich mache mal ein bisschen warm für euch, ne, und dann seid ihr dran. Schaut einfach so cool aus, ne? Es sieht richtig cool aus. Mhm. Ich fahre ja auch die ganze Zeit einhändig, das müssen wir gleich auch. Ja. Ich denke auch, die haben eine ganz bestimmte Weise, die Zügel zu halten. Die stecken nicht einfach nur in die Hand. Ja, ja, stimmt. Das ist schnell. Wow. Wie lange der gerutscht ist. War das schnell? Das würde ich, glaube ich, nicht trauen. Nee.
Oha. Ja, wow. Das war richtig schnell. Das war heftig. Wir dachten, der geht gleich noch durch die Wand. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann gleich mit euch aussieht. Ja, ich auch. Aber wenn euch das interessiert, also ich kann auch noch einen drauflegen und kann das Ganze einfach mal ohne Kopfstück machen. Weil ein gut ausgebildetes Westernpferd, ne, man muss ja eh auf kleinste Hilfen müssen, die reagieren. Rauskommen. Okay, wow. Und die können das im Prinzip auch ohne Kopfstück. Okay. Ne, ich kann ja einmal, gebe ein bisschen zurück, dann mache ich einmal die Spins und dann mache ich auch noch mal einen Stopp. Wow, alles klar. Oh wow. Wow. Oh mein Gott. Krass. Wow, das ist echt beeindruckend. Der reagiert richtig gut. Ja, wow, das hat er ja schon richtig toll gemacht. Ja, er ist ein guter Junge. So, wollt ihr denn dann mal probieren? Den ja, gerne. Reiten. Wir holen mal unseren Helm, genau, und dann können wir. Bei uns ist es halt so, dass gerade im Turniersport oder so, dass die Erwachsenen, also die über 18-Jährigen, die brauchen keinen Helm anzuziehen. Da hat man halt die, ne, traditionsmäßig die Cowboy-Hüte. Aber für unter 18-Jährige gilt das auch mit dem Helm. Und ja. Safety first, also das ist eigentlich immer besser. Ja, okay, holen wir mal. Alles klar, bis gleich. Das war jetzt gerade natürlich schon was ganz Besonderes, dass der Cowboy auf alle Hilfen sehr, sehr gut reagiert hat, ohne ein Kopfstück. Also dort sind die Gewichts-, die Stimmen- und die Schenkelhilfen natürlich total wichtig und da hat er wirklich super drauf reagiert. Ja, jetzt seid ihr mal an der Reihe, ne? Ja. Wer möchte zuerst? Lea, ich kann wo anfangen. Okay, ja, dann machen wir das mal. Dann soll mal drauf mit dir. Mal aufsteigen? Genau. Okay. Und dann fasst du mit dem Zeigefinger von oben hier rein. Okay. So. So, genau. Okay. Und dann, was wir anders machen als ihr beim Dressurreiten, dass wir im Prinzip ein lockeres Bein haben. Einfach hängen lassen und, okay, und sonst einfach ein bisschen in der Luft bewegen, bis das Pferd geht. Genau. So, und immer, ne, der Zügel zeigt immer die Richtung an. Wenn das Pferd sich nicht dahin bewegt, dann bewegst du einfach dein äußeres Bein. Ja, er ist auf jeden Fall sehr fein, reagiert ja sehr gut. Und wenn du dann anhältst, machst du nur ein bisschen die Beine auf und sagst ho, da muss er stehen bleiben. Soll ich mal machen? Genau, geh einfach auf eine gerade Linie und dann einfach Beine auf, ho. Genau. So, super. Wenn du jetzt ho sagst und zur Not ein bisschen Zügel annimmst und mit den Beinen klopfst, dann geht er rückwärts. Genau, ganz locker. Gewicht in die Bügel, Gewicht in die Bügel. Also mach mal so mit deinen Beinen, streck die mal so weg. Genau, aufmachen die Beine, lehn dich mehr zurück. Ho. Dann sagt man so Motorradfahren, ne? So die Beine aufmachen. Genau, so. Jetzt hat genau, das ist es. Also das sieht jetzt gerade schon richtig gut aus. Vor allem hat er sofort auf Leas Hilfen reagiert. Und ja, ich bin gespannt, wie er es gleich bei mir macht. Und dann machen wir einen Galoppwechsel nach links. Okay. Und dein linkes Bein geht auf, dein rechtes Bein geht dran und rücken ein Küsschen dabei. Jetzt lenk mal rüber. Innere Bein auf. Ja, genau. Super. Das ist immer, dass das innere Bein aufgeht. Genau in dem Moment hat er auch gewechselt. Ich glaube, das ist alles ein bisschen schwierig so. Das sind so ganz andere Hilfen wie bei uns beim englischen Reiten. Und es sieht noch ein bisschen schwer aus, aber es wird. Einfach ganz, ganz locker. Hier alles ganz, ganz locker. Ganz normal so drin sitzen, Beine ein bisschen aufnehmen. Und dann nimmst du ganz langsam die Hand, ne, von der Mitte ganz langsam weiter rüber und dabei schnallst du. Ah ja. Genau. Genau. Wenn du anhalten willst, sagst du ho. Ho. Jetzt. Ja, das war cool. Echt super, super lieb. Macht das sehr brav mit mir. Und ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, wow, das sah schon richtig gut aus, Lea. Danke. Ja, das ist echt toll gemacht. Und Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Das sah auf jeden Fall schon richtig, richtig gut aus. Hat man nicht gesehen, dass du das erst zum ersten Mal gemacht hast. Dankeschön. So, ja, er hat das auch wirklich toll mit mir gemacht, also wirklich sehr brav. Ja, dann gehe ich jetzt mal runter und du bist dran, oder? Mhm, ich versuche okay mal. So. Aber bist du jetzt dran? Ja. So. Also es ist sehr, sehr ungewohnt, Lia jetzt auf dem Westernpferd zu sehen und in dem Westernsattel. Das sieht wirklich sehr ungewohnt aus. Aber es steht hier auch. Ich bin gespannt, was sie dann nachher sagt. Ja, gut. Locker mit den Beinen. Oh, der wendet voll schnell. Also es ist jetzt was ganz anderes, in dem Sattel zu sitzen. Man sitzt halt viel entspannter und ja, gar nicht so, dass man irgendwie jetzt aufgerichtet sein muss, also, sondern halt ganz entspannt und ist auch ganz angenehm. Versuch nochmal. Gut. Ah. Und hoch.
Sehr gut. Beim Hoch ist nur, wenn du richtig anhalten willst, Beine auf. Ja, also wenn die dann gleich mit den Stops also anfängt, also wirklich mit diesen Reining-Lektionen, sage ich mal, bin ich sehr gespannt, wie sie das macht. Aber Cowboy ist ja wirklich schon ein sehr erfahrenes Reining-Pferd. Und ja, mal schauen, was sie dann nachher sagt. Okay, dann probieren wir jetzt mal den Spin aus. Mhm. Also du bleibst einfach schön locker hinten sitzen. Wichtig, dass du die Beine ein bisschen aufmachst. Ne, wenn wir jetzt nach rechts drehen wollen, vielleicht erst ein bisschen mehr Gewicht in den rechten Steigbügel. Und dann nimmst du ganz langsam deine Hand darüber. Und während du deine Hand bewegst, schnallst du, dass er weiß, da geht's los. Ja, genau. Gut. So, jetzt üben wir den Sliding Stop. Ja, gut. Ich bin schon ein bisschen nach vorne geflogen. Ich habe nicht so in so einem harten Stopp gerechnet. Also wir konnten das ja jetzt schon relativ schnell lernen, also mit deiner Anweisung. Aber ist das denn immer so, oder? Also ich sag mal so, man merkt schon, dass ihr Pferdegefühl habt, ne? Dass ihr euch schnell darauf einstellen könnt. Aber eigentlich sind wirklich die Westernpferde genau darauf ausgebildet, dass die halt wirklich einfach zu bedienen sind. Man sollte schon reiten können, schon das Gleichgewicht halten können, fein mit der Hand sein, aber eigentlich geht das schon sehr schnell. Ja, wow, das hat er echt richtig toll gemacht. Das sah auch sehr gut aus. Das freut mich natürlich. Ganz fein, ne? Ja, Nadia ist Westernreiterin. Ja, ich überlege mir das, glaube ich, doch noch mal, ne? Habt ihr beiden gut gemacht. Fein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, das war auf jeden Fall. Das war vielen mega Dank, cool, dass wir das mal so testen konnten. Sehr, sehr gerne. Und dann geht er jetzt noch unter das Solarium, noch getane Arbeit. Und dann war es das. Solarium extra mit Föhn, dass sie schnell trocknen. Es gibt ja so im Prinzip drei Rassen zum Westernreiten. Also man kann es im Prinzip jedem Pferd beibringen. Ne? Aber so, ne, dass die besonders talentiert dafür sind, dafür gezüchtet werden, gibt es im Prinzip drei Rassen. Hier haben wir den Luke. Das ist ein Paint Horse, also ein gescheckter Quarter Horse. Ich hole den mal raus, dann könnt ihr euch den mal angucken. Der ist richtig schön. Ja. Oh, ja. Also das Ganze in bunt, Cowboy in bunt. Ja, der schaut mega cool mega aus. Mega schick. Ja, ist halt auch ein größerer. Also. Wow. Ja, ein bisschen größer. Oh, wie schön. Oh ja, die Augen sind ja auch hier. So cool. Ja, genau. Mega. Total schön. Oh, wie bist du. Hier haben wir noch den Maddie. Der sieht sehr cool aus. Ne, ja. Das ist jetzt also Appaloosa. Das ist dann auch noch eine richtig schöne Zeichnung bei ihm mit seinen Punkten. Ja. Kopf weg, ich hole ihn auch mal raus. Ne, da hat er so also typisch halt diese, oh, diese Flecken da am Hintern. Ja, sehr schön. Warum? Die Quarterhaus sind extra dafür gezüchtet worden, ne, dass die halt schnelle Bewegungen machen können. Wenn man sich vorstellt, der Cowboy geht neben seiner Herde her mit seinem Pferd und auf einmal haut ein Rind ab, ne, dass das Pferd wirklich eine kleinste Bewegung von 0 auf 180 das Rind schnell wieder einfangen kann, zur Herde zurück kann und dann wieder relaxed das Pferd dann halt nebenher geht. So, dann bringen wir den Cowboy jetzt mal noch in seine Box. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht, euch mal was anderes zu zeigen. Ja, ist auf jeden Fall mega cool. Und zwar wirklich was anderes. Ja. Das war echt besonders, aber richtig toll. Und ja, auch vielen Dank, kleiner Cowboy. Hast du super gemacht. Der ist echt super. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Ja, wer weiß. Ja, genau. Okay, alles Gute euch, ne? Macht's gut. Tschüss. Das war echt mega cool heute, oder? Ja, das war richtig, richtig cool. Also, es war echt ein besonderes Erlebnis. Habt ihr auch schon mal Western geritten oder schon mal bei einem Western-Turnier zugeguckt und solche besonderen Lektionen gesehen? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert und natürlich noch bei weiteren Videos vorbeischaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.